Hallo und herzlich willkommen auf dem Dachboden. Wir machen heute Folgendes. Ich hoffe, bei einigermaßen passendem Licht und einigermaßen passendem Ton. Nämlich wollen wir uns mal unterhalten über die Schutzgebiete in Deutschland. Das ist ein Video, das hatte ich schon mal gemacht. Allerdings war es damals nicht vollständig, weil es noch ein paar neue Schutzgebiete gegeben hat, seitdem die so nach und nach immer mehr eine Rolle spielen. Die hatte ich damals nicht auf dem Schirm, weil sie noch keine Rolle gespielt haben. Jetzt aber, ja, groß ist die Rolle nicht. Aber der Vollständigkeit halber und gerade bei so rechtlichen Themen muss man sich halt immer mal wieder um den aktuellen Stand der Lage kümmern und drum diesmal jetzt die vervollständigte, komplette Variante all unserer Schutzgebiete und was man da jeweils drin beachten muss als Waldbesucher, beziehungsweise was man eben, weshalb man da nicht rein darf, sagen wir es mal so, weil bei vielen sollst du ja gar nicht rein und irgendwas drin beachten. Gut, wir gehen da der Reihe nach durch, von den eher harmlosen zu den immer relevanteren Schutzgebieten, also was das Verhalten unsererseits mit, ja, was unser Verhalten mit mehr Beschränkungen ausstattet, sage ich jetzt mal. Also sozusagen als Extrembeispiel in der Nationalpark. In einem Nationalpark gibt es nicht allzu viel, was man darf, dafür sehr viel, was man nicht darf. Und harmlos zum Beispiel wäre ein Wasserschutzgebiet. Das hat für die allermeisten Wanderer, Naturbesucher und ähnliche Leute überhaupt keine Relevanz. Ja, also so in dieser Reihenfolge gehen wir vor und arbeiten uns durch. Wenn ihr dann noch Fragen habt, die bitte gerne in die Kommentare. Insbesondere schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr noch irgendein Schutzgebiet kennt, das ich hier nicht genannt habe, dann würde mich das sehr interessieren, ob das einfach nur ein regionaler anderer Name für etwas, das ich genannt habe, ist. Das könnte passieren. Oder ob das wirklich eine ganz neue Kategorie ist, von der ich noch nie was gehört habe. Das wäre dann spannend. Ja? Also, würde ich mich bedanken. Wir legen los mit dem Wasserschutzgebiet. Das Wasserschutzgebiet dient dem Schutz des Grundwassers insbesondere und das bedeutet, man darf da nichts tun, was das Grundwasser gefährdet oder verunreinigt. Heißt, kein Öl, kein Benzin, kein Plutonium in die Landschaft kippen, weil das wäre alles nicht so gut, wenn das im Grundwasser landet, insbesondere. Insbesondere nicht beim Plutonium, ne? Gleichzeitig bedeutet das, dass ein normaler Wanderer im Regelfall nichts dabei haben wird, mit dem er das Grundwasser verunreinigen kann. Eine Ausnahme gibt's. Wer mit Benzin, Kerosin, Petroleum kochen möchte, und das entsprechend mitschleppt und beschließt, oh, ich muss Gewicht sparen und habe zu viel Brennstoff dabei, ich gebe es mal in die Landschaft, der macht sich in einem Wasserschutzgebiet durchaus ziemlich teuer, ziemlich strafbar. Das langt dann nämlich schon, um da ordentlich verknackt zu werden. In einem normalen Wald ist das immer noch nicht gerade eine besonders tolle Tat und hoffentlich immer noch strafbar. Hoffentlich, das weiß ich gar nicht so genau. Aber im Trinkwasserschutzgebiet wäre es halt dann eine besondere Untat, die ihresgleichen sucht innerhalb der Umweltuntaten, die es da so gibt auf dem Planet. Ne? So. Ansonsten für Wanderer keine Bewandtnis. Es sei denn, es handelt sich um einen Sonderfall innerhalb der Trinkwasserschutzgebiete und zwar um eine offene Wasserfläche, die aus Trinkwasser besteht und zu deren Sicherstellung und Sicherstellung der Qualität dieses Trinkwassers eben nochmal ein Extraschutzgebiet notwendig ist. Und das bedeutet dann meistens, dass es sich zum Beispiel um eine Trinkwassertalsperre handelt, große Talsperre mit Trinkwasser drin. Dann gilt noch ein zusätzliches Schutzgebiet. Gebiet direkt um das Ufer dieser Trinkwassertalsperre und das soll verhindern, dass irgendwer zum Ufer geht und da irgendwelchen Unsinn mit anstellt, dass am Ufer gerastet, übernachtet, gegrillt, gefeiert, Wassersport auf dem See betrieben wird und, und. Das ist alles komplett verboten und damit das auch wirklich sichergestellt ist und man sofort weiß, dass derjenige, der sich da aufhält, nichts Böses, nur Böses im Sinn haben kann, gibt es ein generelles Betretungsverbot, denn solche Wasserreservate werden häufig kontrolliert, regelmäßig. Da habe ich schon häufiger mal Leute gesehen, die das kontrolliert haben und ganz glücklich und zufrieden waren, als ich dann in den Wald abgebogen bin und ihnen mit
mitgeteilt habe, dass ich das alles weiß und gar nichts Böses vorhabe hier an der Talsperre und so weiter. Und ich will da nur da hinten in den Wald und dann war wieder alles in Ordnung. Man konnte wirklich wunderbar freundlich miteinander reden. Ja, aber wie gesagt, das wird kontrolliert. Da würde ich also auch davon ausgehen, dass man da gute Chancen hat, entdeckt zu werden, insbesondere wenn man da an einem gut einsehbaren Ufer sitzt. Und also das kann auch sehr, sehr teuer werden bei solchen Vollbetretungsverboten, da sich drüber hinwegzusetzen. Da ist man dann ganz schnell mal bei, also der Mindestpreis ist 45 Euro, wenn du wirklich sagst, oh Entschuldigung, das habe ich überhaupt nicht gesehen und das tut mir aber leid. Und dann kann man auf 45 Euro quasi Mindestpreis gehen, wenn man die überhaupt verurteilen, ja quasi da überhaupt irgendwas beanstanden möchte als zuständige Behörde. Ne? Immer die zuständige Behörde müsste das ja dann anzeigen, Ordnungswidrigkeit anmelden, was auch immer. Weiß ich gerade den genauen Fachbegriff nicht. Aber 45 Euro wäre so der Standardbetrag und ansonsten, das können auch mal je nach Bundesland erheblich höhere Summen sein. Ich habe keine Zahlen recherchiert, aber 1000 ist da locker drin. Insbesondere, wenn man da noch ein Feuerle macht. Gut, das wäre also der Sonderfall mit den Trinkwasserschutzgebieten. Das halte ich auch für sinnvoll. Allein schon einfach, damit man sehen kann und sofort kontrollieren kann, da macht sich einer am Trinkwasser möglicherweise sogar mit böser Absicht zu schaffen. Sehr sicher ist damit ein Trinkwasser aus einer Talsperre trotzdem nicht, weil wenn jemand wirklich eine böse Absicht hat und dahin rennt und da irgendwas reinkippt, was tatsächlich in geringen Konzentrationen schon eine Wirkung entfaltet, dann hilft die Tatsache, dass das verboten ist, natürlich nicht viel weiter. Aber ich kann es verstehen und ehrlich gesagt, das betrifft so wenig Fläche in Deutschland, dass man da wirklich, ich finde, da kann man sehr gut mitleben mit dieser Einschränkung. Ja, wir kommen zum Landschaftsschutzgebiet. Das betrifft nicht sehr wenig Fläche in Deutschland. Im Gegenteil, ein Viertel der Landesfläche ist ein Landschaftsschutzgebiet. Das ist beachtlich, zumal ein Zehntel der Landesfläche Stadt ist. Ungefähr plus Autobahn plus und so weiter und so fort. Das heißt, es bleibt gar nicht mehr so viel übrig, was dann noch an Landesfläche da ist, was auch nicht Wasser ist, beziehungsweise Wattenmeer, das dann überhaupt noch Landschaftsschutzgebiet sein kann. Heißt, wenn man irgendwo in der schönen Natur unterwegs ist, sind die Chancen, sich im Landschaftsschutzgebiet zu befinden, ziemlich groß. Das ist aber nicht schlimm, weil Landschaftsschutzgebiete sind vergleichsweise harmlos für den Wanderer. Denn sie dienen dem Zweck des Schutzes der Landschaft, ihrer Eigenartigkeit und Schönheit sowie derer ökologischen Zusammenhänge bzw. der Funktion der Landschaft. Und oft handelt es sich dabei um eine historische Kulturlandschaft. Gut, das ist bei uns bei fast jeder Landschaft, bei 99,99% aller Landschaften in Deutschland irgendwie der Fall. Und die soll dann auch als Erholungsort dienen. Damit man sich da erholen kann, ist klar, dass es wohl kaum ein Betretungsverbot geben kann, sonst könnte man sich da ja nicht erholen. Dementsprechend haben Landschaftsschutzgebiete fast keine Auflagen, was das, was man da drin so treibt, betrifft. Allerdings, wenn du Scheiße baust, dann ist die Scheiße, die du gebaut hast, vorsichtig ausgedrückt, im Landschaftsschutzgebiet gerne mal in vielen Bundesländern etwas teurer als in einem Nicht-Landschaftsschutzgebiet. In Naturschutzgebieten ist zum Beispiel Feuerchen anzünden existenzruinierend. Das wird sehr, 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 sehr teuer. Je nachdem, wo man ist, kann das ein normaler Mensch nicht mehr bezahlen, was das potenziell kosten könnte. Im üblichen normalen Wald, je nach Bundesland, ist es ein Auerstrafzettel, aber es ist nur, in Anführungszeichen, nur ein Strafzettel. Und im Landschaftsschutzgebiet tut der Strafzettel sehr, sehr weh. Ich denke aber, die allermeisten Leute würden ihn auch noch nach ein, zwei Jahren abbezahlt bekommen. So um den Dreh, je nachdem, wie viel man halt verdient. So, das ist die Relevanz. Ansonsten kannst du da eigentlich nichts tun, was nicht sowieso schon überall sonst auch verboten wäre. Heißt, überall rumlaufen darf man im Landschaftsgebiet, die Landschaft betreten darf man im Landschaftsschutzgebiet. Man darf Beeren sammeln, man darf Blümchen pflücken, kleinen Umfang, man darf auch mal eine Nuss aufheben und all solche Sachen. Also alles, was man in der normalen Landschaft mit dem deutschen
Betretungsrecht für Wald und Landschaft. Sonst so darf man auch im Landschaftsschutzgebiet. Die Schutzverordnungen beziehen sich dann mehr auf größere Projekte, wie wenn du da was hinbauen möchtest, wenn du da einen Graben ziehen willst, wenn du da einen Wald roden willst, wenn du da eine Landschaft bereichernde Hecke entfernen möchtest, solche Sachen, einen Fluss umleiten, einen Damm bauen, lass dir was einfallen. Also alles, was sichtbar Einfluss auf die Landschaft hätte und deren ökologische Prozesse damit auch beeinflusst, was man sehen kann, hat meistens auch irgendwelche ökologischen Auswirkungen. Das darf man alles so erstmal nicht und das hat aber alles keinerlei Auswirkungen auf den normalen Wanderer. Dann möchte ich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, also unter dem Unterpunkt Landschaftsschutzgebiet, nochmal auf den Zusatzpunkt Wildruhezone zu sprechen kommen. Wildruhezonen gibt es mitunter auch in Naturschutz. Entschuldigung, in Naturschutzgebieten oder in Nationalparken, das ist aber egal, weil da herrscht ja sowieso schon Schutz. Sie sind aber auch gerne mal in einem Landschaftsschutzgebiet vorhanden und ändern dann eben dadurch erheblich viel am Status. Während man eben normalerweise keinerlei Verbote hat, hat man sie dann wohl, wenn da eine Wildruhezone ist. Wozu ist eine Wildruhezone da? Die Idee ist, dass das Wild sich nach und nach lernt, dass es bestimmte Bereiche gibt im Wald zum Beispiel. Wenn es da hingeht und sich dahin so hockt und da eben in Ruhe wiederkäut, zum Beispiel, dann kommt da keiner vorbei, da kommen keine Touristen, da kommen keine Jäger, da kommt überhaupt niemand und stört das Wild. Und das Wild soll das nach und nach lernen, deshalb immer primär in diese Wildruhezonen gehen, um sich da zurückzuziehen, damit es eben nicht gestört wird, weil wenn es weniger gestört wird, muss es weniger rumspringen, dann muss es weniger fressen, dann mampft es weniger junge Bäumchen an und dann ist der wirtschaftliche Schaden geringer und man muss das Wild nicht ganz so sehr wegballern, damit es nicht so viel Wild ist, damit das alles dann einfacher funktioniert. Das Ganze ist nicht unumstritten. Innerhalb der Wildökologie gibt es durchaus Stimmen, die ganz toller Freund von Wildruhezonen sind. Es gibt auch Stimmen, die die gar nicht schön finden. Und es kommt auch ganz stark an, um welche Wildart es sich handelt. Bei Rotwild zum Beispiel werden die weitestgehend als gut empfunden, beim Reh weitestgehend als umstritten, vorsichtig ausgedrückt. Ja, aber der rechtliche Status ist der, dass ich lange auch dachte, das habe ich vielleicht auch mal ganz, ganz früher vor 6 Jahren oder was mal irgendwo falsch erzählt, das kann sein, finde ich aber nicht mehr, wenn ich das gemacht habe, wo ich das gemacht habe. Da steht gerne drauf, bitte nicht betreten. Das sind höfliche Verbotsschilder sozusagen. Und ich hatte eben, wie gesagt, vor 6 Jahren noch gedacht, das sei auch nur eine Bitte. Nee, es ist tatsächlich rechtlich bindend. Dieses Bitte ist schön formuliert, heißt aber betreten verboten. Man hätte es halt gleich in gutem deutschen Deutsch formulieren müssen mit verboten! Dann wäre auch gleich klar gewesen, worum es sich handelt. Im Verbotsschilder aufstellen sind wir, glaube ich, weltweit ziemlich führend. Ja, aber. Es hat Gründe, die Dinger sind nicht schlecht. Man wird mit Sicherheit wild stören, wenn man da doch drin rumläuft. Da rennen da garantiert alle möglichen Rehe von einem vor einem weg oder wer da sonst noch drin hockt in der Wildruhezone. Also ein Schaden, wenn man das als Schaden betiteln möchte, auch da müssten wir uns jetzt noch lange, lange drüber unterhalten, habe ich auch schon an vielen Stellen bereits getan. Würde aber in jedem Fall entstehen. So, und daher. Die eine Einschränkung ist, lauf da nicht rein. Und wenn du da nicht reinlaufen darfst, dann darfst du da logischerweise auch nicht drin Feuer machen, übernachten oder sonst noch irgendwas. Ja. Ist klar. Ja, die sind meistens nur klein, sind meistens rechteckig und gut ausgeschildert, dass man also bei jedem halbwegs da reinführenden wegartigen Gebilde ein Schild hat, sodass man auch weiß, okay, hier ist die jetzt noch und wenn man dann in entgegengesetzte Richtung vom Schild läuft, also du siehst das Schild, du kannst das Schild lesen, drehst dich um 180 Grad und läufst los, dann läufst du mit Sicherheit nicht in die Wildruhezone, sondern irgendwo hin, wo du hin darfst. Und für Leute, die zum Beispiel einen Platz für gemütlich ein paar Stunden im Wald hocken suchen, würden dann eben genau auf diesem Wege fündig werden. Meiner Meinung nach ist das eine Einschränkung des Betretungsrechts, die sehr gut zu ertragen ist. Ja?
So, zumal Wildruhezonen auch keine besonders super schönen Orte sind. Es sind einfach nur irgendwelche Orte, wo man gedacht hat, hier passt jetzt vom Waldbestand her besonders gut, dass das Wild da reinkommt. Und da verpasst er nichts. Da drin ist jetzt nicht der Piratenschatz von Störtebeker oder meinetwegen eine goldene Pikachu-Pokémon-Sammelkarte oder was weiß ich. Gut, das war also Landschaftsschutzgebiet inklusive Wildruhezone. Hat wenig, aber ein klein bisschen Relevanz. Landschaftsschutzgebiete kann man auch im positiven Sinne durchaus suchen, wenn man in einer Gegend neu ist und sich da noch nicht auskennt. Man möchte aber einen schönen Ort haben, wo man ein bisschen in die Natur gehen kann. Dann sucht euch doch gerne auf einer Karte, findet man zum Beispiel bei Google teilweise eingetragen, ganz simpel, ne? Oder OpenStreetMaps haben die drin, OpenTopoMap auch, oder halt irgendwelche regionalen Spezialkarten. Oder eben man guckt gleich in der Liste der Karte der Schutzgebiete Deutschlands vom BFN, Bundesamt für Naturschutz. Da sind auch sämtliche Landschaftsschutzgebiete verzeichnet. Und wenn man eben gezielt in eins reinläuft, hat man da auch immer eine schöne, schützenswerte Landschaft mit besonderer Eigenartigkeit und Schönheit und was auch ich, was weiß ich. Ja, also das lohnt sich. Das kann man sich mal als positiv merken, wenn man möchte. Gut, dann. Das nächste ist der Naturpark. Der Naturpark ist vielleicht so eine der meistgefragtesten Schutzgebiets mit großen Anführungszeichen, Kategorien, die ich so im Laufe der Jahre gefragt worden bin, was das bitte sein soll. Naturpark wird oft mit Nationalpark verwechselt, weil beides hat Park hinten dran. Ein Nationalpark ist ein heftiges Schutzgebiet, ein Naturpark ist ein sehr harmloses, eigentlich noch harmloser als ein Landschaftsschutzgebiet fast, je nachdem, wo man sich befindet, Schutzgebiet. Denn das war ursprünglich mal eine Idee, dass man die nachhaltige Entwicklung einer Landschaft fördern wollte und zu diesem Zweck drückt man dann dieser speziellen Landschaft, das darf durchaus, kann durchaus eine große Landschaft sein wie Nordschwarzwald, Südschwarzwald, das sind ja schon große Gebiete, nur mal so um zwei Beispiele zu nennen, Schwarzwald Mitte Nord genau genommen. Die sind ja ursprünglich schon mit einem Naturschutzgedanken gegründet, aus heutiger Sicht sind es für mich mehr so Landschaftsentwicklungstourismus, Naherholungsgebietskategorien. Damit geht immer einher mit einem Naturpark, dass der von Vereinen geführt wird, einem Verein, mehreren Vereinen, und da gerne Mitglied sind die örtlichen Hoteliers, die örtlichen Gaststättenbetreiber, Restaurantbesitzer, Wandertouranbieter, der Schwarzwaldverein, jetzt im Fall von Schwarzwaldtouren, der Alpenverein ist da gerne mal noch mit drin. Die sind ja nicht nur in den Alpen, die sind ja hin und wieder auch mal in Mittelgebirgen unterwegs oder sogar mal im Flachland, habe ich gehört, soll auch schon vorgekommen sein. Ja, sowas in diese Richtung. Und es ist also ein Kombi aus, man möchte zwar die nachhaltige Entwicklung hier in der Landschaft auf natürliche Weise, also eine naturnahe nachhaltige Entwicklung fördern, aber halt eben auch die wirtschaftliche nachhaltige Entwicklung. Es geht also wirklich nicht darum, dass hier irgendeine Wiese besonders unter Schutz gestellt werden soll, sondern in der gesamten Region soll insgesamt vielleicht nicht ein neues Atomkraftwerk gebaut werden. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es muss jetzt auch nicht ein neuer Nationalpark auf den Naturpark folgen, zum Beispiel. Also so gar nicht. Und dadurch, dass das also so eine ziemlich schwammige Geschichte ist, was so ein Naturpark eigentlich ist, und da auch der Tourismus eine Rolle spielt und das Ganze eben auch Leute anlocken soll und so weiter, hat ein Naturpark irgendwelche Befugnisse, irgendwelche Schutzverordnungen und Einschränkungen der persönlichen Freiheit der Besucher des Naturparks durchzusetzen? Nö, null. Das Einzige, was es vielleicht noch gibt, wenn die Naturparkverwaltung, also dieser Verein, der da zuständig ist, mit bestimmten Leuten zusammenarbeitet. Wäre Beispiel aus dem Schwarzwald nochmal die Schwarzwald, wie heißen die? Schwarzwaldguides, so heißen die. Das war mal eine Aktion vom Naturpark, da waren auch noch diverse andere Träger mit beteiligt, auch das Land irgendwo nochmal über fünf Ecken. Das Land hat da immer noch irgendwas mit zu tun, ja. Also das ist jetzt nicht völlig frei vom Staat, diese Naturparke, sondern der hat da schon auch nochmal Mitspracherecht und bei der Gründung nochmal drauf geguckt und so weiter und so fort.
Trotzdem ist es so deren Steckenpferd, dass die zum Beispiel ihre eigenen zertifizierten Natur- und Landschaftsführer haben. Das wäre jetzt der Fachbegriff für so einen Schwarzwaldguide. Die gibt es in vielen anderen Naturparken eben entsprechend auch. Und die bilden sie regelmäßig aus und dann kannst du dich da bewerben und dann wirst du so einer und dann darfst du in diesem Naturpark mit relativ wenig bürokratischem Aufwand in so ziemlich jedem Wald, in so ziemlich jedem, auf so ziemlich jedem Feld eben deine Baumkuschelkurse zum Beispiel bald baden. Entschuldigung, Waldbadenkurse anbieten und da werden dir wenig bis gar keine Steine mehr in den Weg geschmissen, wenn du halt eben von dem Naturpark als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer und so weiter und so fort ausgebildet bist. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Leute, die nicht für den Naturpark als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer sind, eher vielleicht möglicherweise Schwierigkeiten haben könnten, da dann Genehmigungen für Waldeduktive, edukative, so rum, Veranstaltungen genehmigt zu bekommen. Ja? So. Also, wie gesagt, für einen normalen Wanderer keinerlei besondere Einschränkungen. Heißt, ich würde so weit gehen, dass man einen Naturpark vielleicht interessant finden kann, wenn man sich fragt, wo mache ich denn Urlaub? Oder gibt es einen Naturpark? Dann kann es da nicht ganz hässlich sein. So könnte man vorgehen. Für alles Weitere völlig irrelevant. So, das Biosphärenreservat. Das ist eine UNESCO-Geschichte. Das Ding ist international und funktioniert in jedem Land, das da Spaß hat, am Biosphärenreservat-Projekt teilzunehmen, gleich. Und basiert darauf, dass man eine Landschaft in drei Zonen unterteilt. Zonen unterteilen, da haben wir Erfahrung in Deutschland. politischer Witz. Ja, nee, es gibt da eine Kernzone, es gibt eine Entwicklungs- oder Pufferzone und dann noch die Managementzone. Teilweise haben die auch nochmal andere Namen. Es kommt auch immer darauf an, in welche Sprache man das Ganze übersetzt. Und die Idee ist, dass das ähnlich, also von der Grundidee ist es ein bisschen ähnlich wie der Naturpark, nur dass das halt eben was Nationales ist und das Biosphärenreservat überall auf der Welt welche gibt. Und die Idee ist halt auch, dass die Gesamtlandschaft eine nachhaltige Bewirtschaftung mit, von und für die Natur ermöglichen soll. In der Kernzone soll es möglichst ungestörte Urnatur geben, es sei denn, Beispiel bei Berlin, der Spreewald, da wo die berühmte Spreewaldgurke herkommt, die kennt natürlich jetzt wieder jeder. Vielleicht, wenn nicht, ist auch okay. Da darf in der Kernzone zum Beispiel noch mit den traditionellen Kähne, also Boote halt auf gut Deutsch, mit langer Stange, darf da durchgestarkt werden, sieht so ein bisschen aus wie in Venedig. Und eigentlich wäre da ein Betretungsverbot und da soll nichts mehr drin gemacht werden, aber diese historische Form der Fortbewegung durch diese Kanäle und auch eine gewisse Form der historischen Bewirtschaftung, ich habe vergessen, was man da genau eigentlich tut wirtschaftlich, aber man kann als Tourist zum Beispiel mit diesen Kähnen sich da durchstarken lassen, toll, habe ich mal gemacht, super. Und das ist zum Beispiel noch zulässig, ja? Auch wenn das ansonsten eine Kernzone und damit unter hundertprozentigen Prozessschutz steht, ist. Ja, schwieriger Satz. Soll heißen, was ist hundertprozentiger Prozessschutz? In der Kernzone darf nichts, da darf kein Baum gefällt werden, außer ein ganz paar Wege, sofern es überhaupt Wege gibt, die da betreten werden dürfen. Auch das ist nicht zwingend so. Das ist, meistens gibt es ein, zwei Wege, die da durchführen, aber nicht unbedingt. Und die werden dann freigehalten. Das ist auch das Einzige, was da an Forstwirtschaft in so einer Kernzone stattfinden darf. Ich muss mal ein kleines bisschen wegrücken, weil ich Angst habe, dass man hier gehen und wieder das Klackern meines Stuhls im Mikrofon hört. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Wenn doch, dann tut es mir leid. Ja, und sonst darf man halt in der Kernzone, wie gesagt, gar nichts. 100% Schutz, nicht betreten, nicht Feuer machen, nicht irgendwas umsägen, keine Pflanzen beschädigen, gar nichts. Punkt. Der Pufferzone, da ist die Idee, dass eine Urnatur oder sich eine entwickelnde Urnatur in der Kernzone nicht einfach so in stinknormale Wirtschaftsnatur oder genutzte Landschaft, keine Ahnung, Weizenfeld, Maisfeld oder sonst wie, übergehen soll und da eine scharfe Grenze von pff,
hier ist die Grenze, genau hier, hier ist Maisfeld, da Urwald. Dass das Quatsch ist. Und drum eben eine Pufferzone drumherum, in der strenge, aber deutlich lockerere Schutzbestimmungen herrschen, wo dann halt eben auch noch zumindest ein Wald ist und nicht ein Urwald direkt ins Maisfeld übergeht, sondern noch ein normaler, naturnah bewirtschafteter Wirtschaftswald dazwischen liegt. Zum Beispiel. Ne? So. Und dann gibt es eben noch drumherum eben diese Managementzone, da findet dann Biolandwirtschaft zum Beispiel statt. Das wäre ein schönes Beispiel. Weidetierhaltung, die eben die ganze Zeit draußen rumrennen, sehr, sehr freilaufende Hühner, traditionelle Bauernhöfe, die noch mit der Sense Korn mähen oder was weiß ich. Also so kann man sich das zumindest weltweit gibt es das auch. So ist das zumindest ungefähr gedacht. Ja, und für uns als Besucher bedeutet das meistens, da ein zentraler Dreh- und Angelpunkt von so einem Biosphärenreservat auch eben die touristische Nutzung und der Magnetismus für Touristen eine Rolle spielt, dass man da fast immer, ich sag mal fast immer, günstige, naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten antrifft. Zum Beispiel so irgendwelche Camps im Wald gibt's oder im Heuschober auf dem Bauernhof pennen oder sonst irgendwas. Und daher, ich weiß nicht, ob das damit direkt in Logik zusammensteht, aber das ist häufig so, gibt es dann noch so einen kleinen Passus, der im gesamten Biosphärenreservat das Wild im Wald pennen verbietet. Außerhalb der Kernzone darf man den Wald normal betreten, darf ihn normal zur Erholungsnutzung betreten, darf sich da hinhocken und sich da erholen. Man darf da auch hin und her laufen und sich erholen, ratschlagen, Bäume kuscheln, ganz egal, was man da so treibt, solange es keinen Krach macht und den Wald nicht kaputt macht, ist alles in Ordnung zur Erholung. Aber wenn es halt ans Übernachten geht, und das ist meistens auch wirklich so formuliert, dass ein Übernachten per se in Form von Lagern, und da ist völlig egal, ob du bivakierst, zeltest, einen Wohnwagen ausstellst oder dir ein Blockhaus baust, das ist alles ausgeschlossen. Oft so. Nicht immer, das müsste man dann beim jeweiligen Naturpark dann nochmal selber recherchieren. Ich kann nicht für jeden in Deutschland das euch abnehmen. Wer also wirklich draußen wild pennen möchte, sollte vielleicht sich auch für seinen diesbezüglich geplanten Urlaub was anderes als einen Naturpark raussuchen. Gut, Quatsch, Naturpark, Biosphärenreservat, meine Güte. Das war das. Jetzt kommen wir zum Naturdenkmal, flächenhafte Naturdenkmale, Naturwaldreservate, Bannwälder und Naturschutzgebiete. Nochmal langsam. Naturdenkmal ist ein Mini-Naturschutzgebiet. Ganz winzig, bezieht sich häufig auf nur einen Baum. Der eine Baum darf nicht erklettert werden, nicht kaputt gemacht werden oder sonst was. Flächenhafte Naturdenkmale, das kann sein ein Wasserfall mit einem Radius von 30 Metern drumherum, dass man also in unmittelbarer Nähe des Wasserfalls den Wasserfall nicht kaputt machen, austrinken, reinpinkeln, die Bäume, die drumherum stehen, nicht reinwerfen und nichts anzünden und so weiter und so fort nicht darf. Also auch nicht betreten. Kompletter Schutz, bis auf eben natürlich die Wege, die dahin führen. Da ist ja oft irgend so eine kleine Aussichtsplattform, wo man auf den Wasserfall gucken kann und so weiter. Fast jeder Wasserfall, den wir in Deutschland so haben, ist ein Naturdenkmal, ein flächenhaftes Naturdenkmal. Da findet man dann sicher auch irgendwo ein Schild, wo das draufsteht. Gut, dann Naturwaldreservate ist das gleiche wie Bannwälder. Das ist simultane genau der gleiche Begriff. Die sind deswegen wichtig, weil das Wälder sind, die vollständig aus der Nutzung genommen sind. Oft mit einem bis auf die ausgeschilderten Wege beschränktes Betretungsrecht ausgestattet, Quatsch, Betretungsverbot so rum ausgestattet. Und auf gut Deutsch, man darf in diesem Wald nichts, die Forstwirtschaft darf da aber auch nichts. Es dürfen keine Bäume gefällt werden, der Wald soll sich ganz natürlich vor sich hingammeln dürfen und dann zusammenbrechen, wenn das naturgemäß halt eben tut. Bannwälder und Naturwaldreservate, da gibt es vielleicht noch andere regionale Begriffe für, sind oft mit Schildern ausgestattet, wo irgendein lustiges Männchen abgebildet ist, dem gerade ein Ast auf dem Kopf fällt und eben einer Warnung, dass hier ein erhöhtes Risiko für herabfallende Äste besteht. Das ist auch tatsächlich so. Das sollte man vielleicht möglicherweise auch im Hinterkopf behalten, wenn man vorhat, sich da länger aufzuhalten in sowas. Möglicherweise je nach Wetter. Wenn gerade Sturm geht, blöde Idee.
Ja, und das sind also nochmal heftigere Naturschutzgebiete, um jetzt mal zum richtigen Naturschutz, Standard-Naturschutzgebiet zu kommen. Denn im Standard-Naturschutzgebiet gibt es einen bestimmten Zweck, wozu das da ist und einen bestimmten Grund, warum da jetzt eben entsprechend geschützt wird. Und zum Beispiel, wenn es sich um Felsen handelt, auf denen die rostbraune Smaragd-Diamanteidechse wohnt, die gibt es nicht. Aber angenommen, die würde da wohnen, dann könnte man diese Felsen, an denen die wohnt, eben zum Naturschutzgebiet erklären, weil das das einzig weltweit einzige Vorkommen der rostroten Smaragd-Diamanteidechse, keine Ahnung, wie ich das Ding jetzt genannt habe, halt eben entsprechend da gibt. So, und das ist schützenswert, weil wir ja nicht wollen, dass das Vieh ausstirbt. Und drum muss da eben alles getan werden, dass ja keiner aus Versehen auf die drauf tritt. Dann sind sie nämlich kaputt, obwohl sie aus Diamant sind. Und das wäre jetzt so ein ganz klassischer Fall von Naturschutzgebiet. Oder irgendeine Wiese, auf der das gefleckte Knabenkraut wächst und es wächst hier sonst nirgendwo in der Gegend, das ist eine Orchidee. Und deswegen muss man jetzt diese Wiese unter Schutz stellen, damit eben das Vorkommen des gefleckten Knabenkrauts auf dieser Wiese gesichert ist und die bisherige Bewirtschaftung der Wiese, die eben das gefleckte Knabenkraut hervorgebracht hat, muss so fortgesetzt werden, damit das auch immer bis in alle Ewigkeit so bleibt, dass das da wächst. So. Da muss man ja auch nicht unbedingt jedes Mal ein Fan von sein, von den Gründen, weshalb da Naturschutzgebiete sind. Ich sag mal aber, in 90% der Fälle haben sie ihre Berechtigung und machen Sinn und man darf froh sein, dass es sie gibt. Ne? 90% der Fälle. Ja, 85. So in etwa. Die sind oft auch schon sehr alt und man hat sich da wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Naturschutzgebiete sind auch nicht leicht, neue auszurufen. Da gibt es jede Menge Hürden. Das muss wirklich ausführlich geprüft werden. Ja, aber wenn dann mal eins da ist, dann ist da eine weitere Nutzung, zum Beispiel des Waldes durch Bäume fällen, stinknormale Forstwirtschaft, dann möglich, wenn das dem Schutzzweck des Naturschutzgebietes nicht entgegensteht. Soll heißen, wenn wir um die Felsen mit den lustigen Molchen, Eidechsen, drumrum noch ein bisschen Wald haben, der zwar zum Naturschutzgebiet gehört, weil man eben nicht nur exakt den Felsen hier auf der Seite noch geschützt, auf der Seite nicht mehr. Sobald die Eidechse darüber läuft, kann sie gefressen werden. Nein, aber nur so mal darstellen, ungefähr so. Das ist natürlich Quatsch, deswegen gibt es da noch einen Pufferstreifen drumherum, der eben ebenfalls noch ein Naturschutzgebiet ist, damit der Kern des Naturschutzgebietes, wo es das Seltsame, Seltene und Tolle gibt, wirklich ein bisschen gut geschützt ist, braucht man noch so einen Pufferstreifen. Und in diesem Pufferstreifen zum Beispiel wäre es jetzt für den Zweck des Schutzes dieser Eidechse ziemlich egal, ob du da noch vorsichtig ein paar Bäume fällst. Und deswegen darf da im Regelfall auch noch vorsichtig zum Beispiel Forstwirtschaft betrieben werden. Manche Naturschutzgebiete sind sogar darauf ausgelegt, dass da weiterhin gemäht werden muss oder weiterhin Weidetierhaltung betrieben werden muss, weil der Schutzzweck des ganzen Naturschutzgebietes darin besteht, dass da eben ein Wacholder-Magerrasen geschützt ist. Und der bleibt nur erhalten, wenn der weiter beweidet wird von zum Beispiel Heidschnucken, Moorschnucken, ähnlich schönen Schafen. Ja, wenn man das nicht mehr macht, dann wächst das Ding zu und dann ist der Schutzzweck auch nicht weg, weil dann ist da kein Wacholder-Magerrasen mehr mit seiner besonderen Artenzusammensetzung, mit den extrem vielen Blütenpflanzen, die da wachsen, mit den vielen speziellen Insekten und den ganz vielen generell super seltenen Arten in extrem hoher Zahl. Sowas ist schon wirklich ein super schönes Ökosystem und auch wenn da ohne unser menschliches Zutun wieder Wald entstehen würde, bin ich da durchaus ein Fan von, dass wir die so erhalten, wie sie sind, weil viele gibt es davon eh nicht mehr. Das ist ja keine große, super relevante Fläche, die man unbedingt zu Wald aufforsten müsste. Gut, also in all diesen genannten Schutzgebieten gibt es gemeinsam folgende Regeln. Erstens, bleib auf den Wegen. Dazu müssen wir jetzt noch kurz die Frage beantworten, was ist ein Weg? Ein Weg ist ein klar als Weg erkennbarer Weg, heißt, wenn das Ding in irgendeiner Form eine Vorstraße ist, die eben deutlich sich von einem normalen Waldboden abhebt, weil sie verfestigt, befestigt ist und man da mit einem 40-Tonner drauf rumfahren kann, dann ist das ein Weg, beziehungsweise eine Straße eigentlich. Was ist noch ein Weg? Noch ein Weg ist eine deutlich angelegte, befestigte
kleine Variante von Weg, die jetzt vielleicht nur noch mit dem PKW befahrbar ist, aber das wäre auch noch ganz klar, wenn das ein angelegter Weg ist und man das sofort sieht, ein Weg. Ein Trampelpfad hingegen, der irgendwo durchs Unterholz geht und nur noch aus festgetrampeltem Boden besteht, ohne dass da jemand jemals mit irgendeiner Raupe oder irgendeinem technischen Gerät langgefahren wäre, um diesen Weg da anzulegen. Bestenfalls noch mit einer Spitzhacke. Das wäre dann noch in Ordnung. Sowas ist nur dann noch ein Weg, wenn er zum ausgeschilderten Wanderwegenetz gehört. Das heißt, an diesem Weg müssen Wegweiser offizielle stehen und es muss hin und wieder mal noch so ein kleines Wegmarkierungstäfelchen an einem Baum zum Beispiel oder an einem Stein hängen mit einer gelben Raute, einer roten Raute, einer weiß-blauen Raute in Bayern. Entschuldigung. Oder was für eine Raute halt für den jeweiligen Wanderweg gerade zuständig ist. Ne? Das ist dann ein ausgewiesener Wanderweg, damit auch offiziell ein Weg und damit haben wir es auch. Diese drei genannten Kategorien, befestigte Straße, befestigter Weg und ein ausgewiesener Wanderweg, das sind Wege. Alles andere, worauf man halbwegs bequem durch die Landschaft laufen kann und was so aussieht, als könnte es ein Weg sein, ist zumindest offiziell keiner und darf dementsprechend auch nicht offiziell betreten werden, denn Wege dürfen nun mal nicht verlassen werden. So, des Weiteren dürfen keine Pflanzen beschädigt werden. Das ist dann relevant, wenn man weiß, dass in der normalen Natur, ja, also im Nichtschutzgebieten, man sehr wohl eben sich einen Strauß Blumen pflücken darf, um zu seiner geliebten, angebeteten, besten Frau aller Zeiten zum Beispiel mitzubringen, die damit nichts anfangen kann, weil sie meint, die sind in der Natur schöner, die Blümchen. Habe ich also aufgegeben. Egal. Ich dürfte es zumindest. Man darf auch Pilze sammeln, bekanntlich. Man darf Kastanien aufsammeln und Maroni, wo es welche gibt. Man darf Brombeeren pflücken, Himbeeren, was man halt so findet. Auch eben Salat aus dem Wald zusammensammeln, Waldmeister sammeln, wenn man damit was anfangen kann. Und. Nicht aber eben in Naturschutzgebieten, Naturwaldreservaten, Badenwäldern, bla bla bla. Da nicht. Es sei denn, das ist zwar keine offizielle Ausnahme, aber ich finde, dafür gehört einfach niemand bestraft, wenn man was direkt vom Wegesrand, wo man den Weg gar nicht für verlassen muss, sich da eine Beere pflückt. Wenn da zum Beispiel irgendwas steht, wo Beeren dran sind, dann sollte das meiner Meinung nach in Ordnung sein und richtet ja nun wirklich keinen Schaden an. Meine persönliche Meinung. Verboten ist es wahrscheinlich trotzdem. Ja, ist es. Ja. Man darf da keinen Krach machen. Das bedeutet, alles, was über normale Gesprächslautstärke hinausgeht, das beinhaltet auch Gespräche über eine Distanz von 50 Metern, das ist dann keine normale Gesprächslautstärke mehr, ist zu unterlassen. Also irgendwie Ghetto-Blaster, Handy, Lautsprecher, sonstigen Krempel, ist zu unterlassen. Das hat jetzt weniger was mit Naturschutz zu tun, sondern einfach mit den anderen Erholungssuchenden, die im Naturschutzgebiet die besondere Schönheit der Natur, die da auch mal, fast immer gegeben ist, genießen wollen. Ja. Klar, für die Tiere ist es auch nicht lustig, wenn da besonders viel Krach ist. Aber da ist man inzwischen ziemlich sicher, dass denen Lärm ziemlich egal ist, in dem Moment, wo sie sich daran gewöhnt haben, also der Tierwelt. Man darf nicht zelten, nicht schlafen, nicht lagern, kein Feuer machen, also wirklich überhaupt gar kein, wirklich kein Feuer machen. Hunde nicht von der Leine lassen. Und es wird manchmal noch ein Auge zugedrückt, wenn klar ersichtlich ist, dass es sich bei dem Hund um einen sehr gut erzogenen Hund handelt, da aber in den meisten Fällen das eben nicht klar ersichtlich ist, sollte man ihn tatsächlich an eine wirklich physische Leine und nicht nur die lange gedankliche anerzogene Leine lassen. Sollte man so tun. Ob er das macht, ist mir nicht egal, aber ist jedermann, muss halt jeder selber dann wirklich vor Ort tatsächlich entscheiden, ob er sich eben an die Regeln hält oder nicht. Ja, und Tiere nicht nachstellen. Ich finde das immer lustig, dass auf Schildern von Naturschutzgebieten und Ähnlichem gerne draufsteht, dass man Tiere nicht nachstellen soll. Das darf man nirgends. Es ist völlig egal, ob es sich um ein Schutzgebiet handelt oder nicht. Solange du jetzt nicht ein Jäger bist und dich in deinem Jagdrevier oder dem Ort, wo du halt Jagderlaubnis hast, befindest, darf man gar keinem Tier nachstellen. Von daher ist es so ein bisschen doppelt gemoppelt. Aber auch hier gilt, wenn du so einen Scheiß machst, dann wird es teurer im Naturschutzgebiet als nicht im Naturschutzgebiet. So, mehr braucht man dazu eigentlich
auch nicht unbedingt sagen. Naturschutzgebiete sind selten größer als, sage ich mal, 300 Hektar. 300 Hektar ist für einen Wanderer was, wo er in einer Stunde normalerweise so durchgelaufen sein dürfte. Das heißt, eine Stunde lang aushalten, bis man wieder ja, vom Weg runtergehen darf. Ich denke, das ist für die allermeisten von uns vertretbar. Viele Naturschutzgebiete sind auch noch mal deutlich kleiner und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wo man da drin rumläuft. Wenn man da einfach nur durch, dreht man da drin eine Runde, dann ist man natürlich länger unterwegs und so weiter. Aber nur, dass wir dann eine ungefähre Vorstellung von der Größe haben. Deutschlandweit gibt es so vielleicht, es ist schwer zu sagen und die Zahlen gehen da auseinander, je nachdem, was man da halt noch mit reinrechnet oder nicht, vielleicht so irgendwas um die 3, 4, 5% der Landesfläche, die Naturschutzgebiet ist. Aber da kann man sich wunderbar drüber kloppen. Ja. So, das war das Naturschutzgebiet. Jetzt haben wir noch den Nationalpark. Der Nationalpark ist im Prinzip ein riesen Naturschutzgebiet, auch wieder nach internationalem Vorbild. Da gibt es internationale Standards, die vorgeben, wie Nationalpark zu sein hat. Und zwar braucht er auch eine Kernzone, eine Pufferzone und eine Managementzone, ähnlich wie das Biosphärenreservat. Mit dem Unterschied, dass beim Nationalpark nicht eine kleine Kernzone ausreicht, sondern die soll irgendwann mal mindestens 75% der Gesamtfläche ausmachen. Besser mehr. Das ist so die internationale Vorgabe. Innerhalb dieser Kernzone soll sich entweder entwickeln oder bereits vorhanden sein. In Deutschland gibt es keinen einzigen, wo das bereits vorhanden ist. Das soll sich in jedem dementsprechend erst noch entwickeln. Urnatur, also wirklich Urwald. Nicht eine kleine spezielle natürliche Seltenheit wie im Naturschutzgebiet, wie die Orchidee oder die Diamanteidechse oder was auch immer, sondern Urnatur, was immer das bedeutet. Also was sich da mit der Laufe der Zeit natürlich entwickelt, ist das, was dahin gehören soll. Da, so ist der Plan. Ja? Wir wissen nicht, was das sein wird. Wir können es vermuten, wir können Erfahrungen nehmen, die wir mit ähnlichen Gebieten gemacht haben und dann prognostizieren. Aber egal, was dabei rauskommt, das soll es eigentlich sein. Gegen diesen Grundgedanken wird hin und wieder mal gerne verstoßen, weil dann eine Douglasie noch drin steht und dann sagt man, Douglasie sollte da aber eigentlich nicht drinstehen, deshalb sägen wir sie raus. Da kann man sich auch trefflich drüber streiten. Zum Beispiel eine Douglasie. Es können auch eine Schwarzkiefer sein, zum Beispiel hier Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge, der dazugehörige Nationalpark. Die haben ein Problem mit der Schwarzkiefer und ringeln da regelmäßig die Schwarzkiefern raus, wenn sie nicht inzwischen weg sind. Das ist schon länger her, dass sie dieses Problem hatten. Das könnte also sein, dass es das inzwischen gelöst ist. Weiß ich nicht. Ja, so. Was darf man denn in einem Nationalpark? Der ist ja auch immer Ausdruck des nationalen Stolzes. Das heißt, ein gewisser Tourismus soll da stattfinden und ist gewünscht. Und es wird auch extra Werbung gemacht, dass er stattfindet. Es gibt dann auch entsprechend Führungen und irgendwelche Angebote, also jetzt zurzeit nicht, ne, wegen C, und irgendwelche Angebote für Touristen, die sich dann da wohlfühlen und so weiter. Aber der ganze Kram, der da stattfindet, soll entweder in der Managementzone stattfinden, wo dann mal ein Verlassen der Wege je nach Nationalpark erlaubt ist. Oder eben in der Kernzone, dann aber wirklich nur auf Wegen und speziell ausgewiesenen Plätzen. Das heißt, es kann mal sein, dass man ein Ufer an einem See, einen kleinen Teil vom Ufer eben den Touristen zur Verfügung stellt, dass man da eben diesen Teil vom Ufer betreten darf, den Rest vom Ufer dann allerdings eben entsprechend nicht mehr und dann nur auf einem kleinen Pfad hin kann, dann von einem anderen kleinen, mit einem anderen kleinen Pfad wieder weg. Besucherlenkung ist dann immer ein Thema, dass man also versucht, mit möglichst attraktiven Wanderwegen, die Leute ohnehin auf den Wegen zu lassen, weil die so attraktiv sind und durch so schöne Gegenden gehen, dass die Leute gar keine Lust haben, woanders rumzulaufen, wo es garantiert auch sehr schön und sogar noch schöner wäre. Ich hatte ein paar Mal die Gelegenheit in Nationalparken auch mal abseits der Wege aus wissenschaftlichen Gründen. Ja. Nee, war schon wirklich legal, unterwegs zu sein. Und das sind natürlich dann Ecken, da kommt keiner hin, da soll auch keiner hin. Und es ist auch gut und richtig so, dass das nur ganz wenigen Forschenden vorbehalten ist, da dann mal doch nach dem Rechten sehen zu dürfen. Aber ja, ist einfach irgendwo schade. Und drum verstehe ich auch, warum Nationalparks mitunter ein bisschen umstritten sind, weil man halt eben da nichts darf und von den ganz tollen Sachen nichts zu sehen bekommt. Andererseits, wenn da jeder hindackeln würde, dann würden die ganz tollen Sachen relativ bald gar nicht mehr so toll sein. Und drum, ja,
Man darf das diskutieren und es kommt immer auf den Einzelfall an, ob sich da jetzt gerade ein Nationalpark lohnt oder ob da ein komplettes Vertretungsverbot jetzt nicht vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Aber in vielen Fällen dient es wirklich dem Schutz der dort besonders schönen, besonders wilden Natur. Und dass wir noch ein paar Flecken in Deutschland mit wirklicher Wildnis bekommen, weil haben tun wir sie nicht, aber sie entwickelt sich jetzt so langsam. Das ist halt, halte ich auch für eine extrem wichtige und sehr, sehr gute Sache. Und damit sind wir beim Thema, was dürfen wir nicht im Nationalpark? Alles. Also alles nicht. Von den Wegen runter und alles, was damit verbunden ist, ist verboten. Auf den Wegen nächtigen ist verboten. In Hütten im Nationalpark nächtigen ist im Regelfall auch verboten. Auch wenn es nicht ausdrücklich irgendwo erwähnt wird, macht das nach Möglichkeit nicht. Wenn da einer kommt, der euch böse will, dann kann der euch da erstens des Ortes verweisen, was mitten in der Nacht nicht lustig ist. Und das kann ja schon passieren, dass da Leute kommen. Nationalparks haben Geld. Die haben auch nächtliche Patrouillen mitunter. Gerade jetzt aktuell. Aktuell gibt es die wirklich in Insider-Informationen höherer Zahl und das ist auch gut und richtig so, weil sich zurzeit ja wirklich jede Menge Leute in der Wald rumtreiben. Wenn viele Leute da unterwegs sind, bedeutet das automatisch, dass da auch die Zahl der Idioten, die unterwegs ist, automatisch mit ansteigt und dementsprechend lohnt sich dann, ein bisschen aufzupassen und ein bisschen vorsichtig zu sein und das kann ziemlich teuer werden, wenn die einem dann böse wollen, wenn man uneinsichtig ist und so weiter und so fort. Daher Übernachtungen, egal in welcher noch so naturverträglichen Form. Und natürlich ist es nicht schlimm, wenn du dich da in irgendeine Rasthütte legst, keinen Müll liegen lässt, kein Feuer anmachst, bestenfalls noch ein bisschen heißes Wasser auf dem Gaskocher oder sowas und am nächsten Morgen wieder abhaust. Natürlich ist das nicht schlimm. Aber es ist halt trotzdem nicht erlaubt, einfach damit nicht irgendwann ein Trend entsteht, dass das dann jeder macht und irgendwann sämtliche Hütten im Nationalpark des Nachts belegt sind und jemand, der damit gerechnet hat, da eine Hütte vorzufinden, feststellt, Mist, ich habe jetzt keine Hütte, dann haue ich mich da hinten doch in die Büsche und das immer häufiger vorkommt und das Ganze immer mehr eskaliert. Also einfach die Dosis macht das Gift, frei nach Paracelsus. Der eigentlich gesagt hat, alles ist Gift, nur die Dosis macht, dass irgendwas nicht Gift ist. So rum wäre es dann korrekter. Egal. Paracelsus darf man auch kritisch hinterfragen, aber dieser Spruch ist gut. Das ist der Nationalpark. Den gibt es in zwei Ausführungen der Vollständigkeit halber. Es gibt den normalen Nationalpark, wie wir ihn in Deutschland kennen, so wie ich ihn beschrieben habe. Und dann gibt es noch die heftige Variante, der tatsächlich als hundertprozentiges Wildnisgebiet ausgewiesen ist. Das haben wir in Mitteleuropa lediglich in der Schweiz. Und da kann man sich auch kloppen, ob die das hundertprozentig genauso umsetzen, wie es gedacht ist. Habe ich auch schon Gegenstimmen gehört, aber in Teilen des Nationalparks herrscht da wirklich noch Ur-Ur-Ur-Natur. Also wenn man irgendwo in Mitteleuropa und selbst in den Alpen wird man nicht viele Ecken finden, die vom Menschen nahezu 100% unberührt sind. Und da ist der Schweizerische Nationalpark damit ein Nationalpark der Kategorie Wildnisgebiet, Wilderness Area oder sonst wie. Das hat eine bestimmte Kategorierung eben, Klassifizierung eben innerhalb dieser Naturschutzgebiet-Kategorien der UN, das sind die letztendlich, also na, wie heißen sie? UNESCO. UNESCO, genau. Die aber auch zur UN irgendwie dazugehören. Und ja. Also in solchen Gebieten, da darf man dann noch weniger. Da darf man davon ausgehen, dass wenn es da überhaupt Wanderwege gibt, dann eher wenig verglichen mit anderen Nationalparken, die ein deutlich besser ausgebautes Wandernetz haben und diese Wanderwege einen eben nicht an den schönsten Sehenswürdigkeiten vorbeibringen, sondern mehr so am Rand ein bisschen rein. Jetzt hast du es gesehen, jetzt gehst du gefälligst wieder. So, zumindest in der Theorie. Und das kann man in der Schweiz durchaus, wie gesagt, da gibt es Leute, die sehen das anders. Aber im Großen und Ganzen zählt ja trotzdem international als ein solcher Nationalpark. Gut, wir kommen zu den FFH-Gebieten, den Natura 2000-Gebieten und den EU-Vogelschutzgebieten. Das sind alles EU-Schutzgebiete, die sich durch die gesamte EU erstrecken sollen und eine Vernetzung eben sämtlicher brauchbarer Habitate für insbesondere seltene Vögel beispielsweise durch das gesamte EU-Land
bilden sollen. Die Idee ist prima, die Umsetzung hat langsam einen ordentlichen Zustand erreicht. Das bringt auch nachweislich was und ich persönlich wüsste nicht, was man daran großartig viel kritisieren sollte. So ein paar kleine Eckpunkte, ist vielleicht ein bisschen zu bürokratisch und hier und da fließt ein bisschen zu viel Geld wahrscheinlich an die falsche Stelle und. Aber grundsätzlich, das Projekt ist schon ganz lustig. So, da das europäische Schutzgebiete sind, ist es schwierig, da von EU-Recht irgendwelche Betretungsverbote auf nationales Landesrecht umzusetzen. Ich kenne mich da jetzt wirklich nicht hundertprozentig aus, da müsstet ihr jetzt wirklich einen Anwalt fragen, oder einen Richter oder sonst einen Juristen, Würstchen, Entschuldigung. Nein, das ist immer lieb gemeint. Ich stehe ja total auf Jura. So ein kleines Hobby von mir und. Habe da überhaupt keinerlei Vorbehalte gegen Leute, die das beruflich machen. Wirklich nicht. Und ja, aber das ist halt eben saukompliziert und das führt in der Praxis, auch wenn es offiziell Papiere gibt, die einem FFH-Gebiet oder einem Natura 2000-Gebiet und so weiter und so fort, als solches die Möglichkeit einräumen, Betretungsverbote oder Betretungseinschränkungen durchzusetzen. Kenne ich keinen Fall, wo das einfach so wäre. Heißt, wenn ihr in eurer Karte guckt und seht, oh Gott, mein kompletter Wald ist entweder FFH-Gebiet, Landschaftsschutzgebiet, Natura 2000-Gebiet, Vogelschutzgebiet und so weiter, es gibt überhaupt keinen Fleck in meinem Wald, wo ich mich mal für eine Nacht hinlegen könnte, das könnt ihr alles ignorieren. Weil, wenn also in einem FFH, Natura 2000 und so weiter Gebiet wirklich ein Betretungsverbot herrschen soll, dann wird das in Deutschland in der Praxis, außer ihr kennt ein Gegenbeispiel, dann würde es mich sehr, sehr interessieren, wenn es irgendwo in Deutschland inzwischen eins gibt. Bisher habe ich nie eins finden können, auch nicht bei ausführlicher Recherche. In der Praxis wird dann einfach dieses Gebiet, entweder ist es schon ein Naturschutzgebiet, das ist fast immer so, oder es wird noch zum Naturschutzgebiet erklärt, rückwirkend, und dann gibt es das Betretungsverbot durch nationales Recht auf das EU-Recht sozusagen obendrauf. Das heißt, ist es nicht auch noch zusätzlich sowieso schon ein nationales Schutzgebiet, sondern nur ein EU-Schutzgebiet, dann muss man sich deswegen keine Sorgen machen. Eine Ausnahme bei den Vogelschutzgebieten, da einfach der Respekt und die Rücksicht auf die Natur, sollte man da diesbezüglich besitzen, dass man in die Vogelschutzgebiete einfach nicht zur Brut- und Setzzeit groß reinrennt. Insbesondere wenn man weiß, dass es sich um ein Vogelschutzgebiet handelt. Wenn einem das mal auf einer längeren Tour mal aus Versehen passiert und man stellt jetzt fest, huch, da fliegen aber komischerweise ganz viele Vögel vor mir weg, dann einfach ein bisschen, vielleicht störe ich die ja gerade und je nachdem, wie man drauf ist, kann man dann umdrehen. Ja, das muss man natürlich nicht zwingend. Ist immer so ein Argument, naja, wenn das hier wirklich Wildnis wäre, dann gäbe es auch hin und wieder mal ein Tier, was da durchläuft. Und ich bin ja auch nichts anderes als ein großes Säugetier. Und mit diesem Argument kann man dann schon auch mal. Das ist nicht schlecht, dieses Argument ist wirklich nicht schlecht. Kann man dann auch argumentieren, dass die einfach das abkönnen müssen, dass da mal jemand durchläuft. Ja, das ist ja kein super fragiles Wesen, so ein Wildtier, sondern hat auch irgendwie ein paar Jahrhunderttausende, je nachdem, vor uns überlebt und wird uns wahrscheinlich auch noch überleben, wenn wir nicht mehr da sind, je nachdem, welches Tier es ist. Insbesondere die Kakerlake zum Beispiel. Ja. Nein, die ist nicht strahlungsresistent, also jedenfalls nicht mehr als viele andere Organismen. Das ist so eine ganz lustige, ja, das ist im Grunde Blödsinn. Also Kakerlaken sind nicht immun gegen radioaktive Strahlung. Nicht besonders zumindest. Ja, das müsste es gewesen sein tatsächlich. Ja, meine Liste ist vorbei und da steht nichts mehr. Das waren sämtliche deutsche Schutzgebiete, die mir einfallen wollten. Wenn ihr mir jetzt aufmerksam zugehört habt, wisst ihr jetzt hoffentlich grob Bescheid. Ich hoffe, das war noch einigermaßen kurz genug. Wollte auch noch ein paar Hintergründe jeweils liefern dürfen und können und daher nicht einfach nur mal eben so ein schnelles Runterrasseln. Das gibt's nämlich jetzt als Kurzfassung für die Eiligen, und das lade ich dann separat hoch. Ansonsten wünsche ich euch viel Vergnügen beim draußen unterwegs sein, immer schön brav sein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.